Nach dem Chaos in London gelangt durch ein Zeitportal das alte Shuttle Silberschatten, gesteuert vom Piloten Leo, zur Rebellion. Da eine Rückkehr in seine eigene Zeitlinie unmöglich ist, schließt sich Leo der Crew an. Drathnon ist von Visionen geplagt und fühlt sich desorientiert. Ein Hinweis auf einem Lichtschwert führt die Crew zum Rand der Galaxie. Dort, in der vergangenen Zeit der legendären Stadt Atlantis, treffen sie auf einen Kanadier und eine Lanzianerin. Drathnon kann nicht glauben, dass all diese Begegnungen Zufall sind. Um mehr Informationen zu sammeln, reisen Drathnon und Leo nach Lancia und dann weiter nach Pandora. Dort treffen sie auf Ikram und geraten in eine heftige Schlacht. Überraschend taucht auch eine zukünftige Version von Drathnon auf. Gemeinsam mit der Crew organisiert er den Diebstahl eines ZPM von einem Hive-Schiff. Am Ende gelingt es ihnen, die Stadt Atlantis wieder an ihren ursprünglichen Ort in Raum und Zeit zurückzuversetzen. Doch die Ereignisse haben mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert, und die Verwirrung ist größer als zuvor.